Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um die BH Cosmetics Take Me to Brazil Palette gehen. Die habe ich von meiner lieben Jessie bekommen. Ich verlinke euch mal den Instagram-Account von ihr. Der ist hier. Und sie hat mir das zum Geburtstag geschickt und ich habe mich so sehr gefreut. Ich wollte die Palette mir eigentlich auch schon davor selbst mal bestellen, bin aber irgendwie nie dazu gekommen und war mir da nicht sicher. Und ja, sie ist ein Traum. Sie ist ein absoluter Traum. Ich mache sie euch mal auf. Die hat hier oben einen Spiegel und dann sind das diese Farben. Wie ihr sehen könnt, sehr knallige Farben. Ich habe zuerst auch gedacht, huiuiui, ob ich die überhaupt im Alltag so wirklich verwenden kann. Ich kann es. Ich habe auch schon zwei Make-ups damit geschminkt. Ich versuche die euch jetzt mal einzublenden. Und ja, also die Farben sind wirklich toll. Bis auf ein, zwei Farben sind die super pigmentiert. Ich glaube, ich werde einfach mal mit euch... Ich werde die einfach mal mit euch durchgehen. Ja, wir fangen mit der ersten Reihe an. Das sind diese Rot- bzw. Pinktöne. Die haben keine Farbbezeichnungen, aber ja, das ist jetzt ohne Base einmal reingeswatcht. Ihr habt es ja gesehen, es war kein Schnitt da. Und ich bitte euch, das ist der absolute Wahnsinn. Es sind eben schimmernde Farben und matte Farben dabei. Hier sind jetzt... Oh Gott. Nee, so. Die, oh Gott, ich kann euch das nicht zeigen. Zwei davon sind schimmernd, zwei davon sind matt. Und bam. Ich werde jetzt einfach mal alle mit euch durchgehen. Die nächste Reihe, das sind Gelb-Orange-Töne, beziehungsweise ein Goldton ist dabei. Da werde ich auch einmal kurz mit dem Finger reingehen. Das sind diese Farben. Ihr seht, die Pigmentierung ist wirklich der Wahnsinn. Ich weiß es leider gerade nicht genau, wie viel die kosten. Ich werde euch aber auf jeden Fall den Link für die zur BH Cosmetics Seite unten verlinken. Dann könnt ihr da einfach mal reingucken. Dann Gelb. Ich wollte da einfach ein extra Video zu machen, weil ich so absolut begeistert von dieser Palette bin. Grün. Dieses obere Grün ist der Burner, das habe ich auch schon getragen. Das ist so ein Granny Smith Apfelgrün, seht ihr hier. Und das Tolle ist eben, dass wirklich alle Farben drin sind. Also was natürlich ist, damit zu schminken, wird vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ja, ihr habt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Dann kommt jetzt nochmal so Grün-Türkis. Wie toll sind diese beiden Farben hier. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die tragen soll, weil die schon sehr extrem sind. Aber oh mein Gott, die Farben sind ein Traum. Dann kommen wir zu Blau. Auch richtig tolle Farben. Ich finde diesen Ton hier auch richtig toll. Ich glaube, den habe ich auch schon getragen, zusammen mit dem hier. Wenn ich mich jetzt nicht total irre. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Auf jeden Fall super. Und jetzt kommen wir zur letzten Reihe. Das ist Lila und Blau. Also ich hoffe, ihr seht, wie toll die pigmentiert sind. Wie gesagt, ich weiß den Preis nicht genau, aber die sind nicht extremst teuer oder so. Ich würde sagen, so im 10-Euro-Bereich, 10, 14, 15, ich weiß es nicht genau. Ich mache euch noch eben hier unten die weiße Farbe und die schwarze Farbe. Und ja, wie gesagt, also ich bin absolut begeistert. Ihr seht, die Pigmentierung ist wirklich 1A. Ich habe keine Base benutzt, kein irgendwas. Ich bin einfach nur einmal so reingeswatcht. Das ist die Palette, die sieht so aus. Die ist auch größer, als ich gedacht hätte. Wie ihr seht, so groß wie mein Kopf fast. Und ja, die Farben, Leute, die Farben. Ja, ich wollte euch die Palette auf jeden Fall mal kurz vorstellen mit Swatches eben, weil ich, wie gesagt, total begeistert davon bin. Ihr könnt euch die ja gerne mal angucken. Wie gesagt, ich habe euch hoffentlich zwei Bilder dann eingeblendet mit der Palette. Ich werde die natürlich jetzt in nächster Zeit auch noch mehr testen, weil es sind einfach so viele Farben da drin, die ich noch nicht ausprobiert habe, die unbedingt ausprobiert werden wollen. Vor allem diese pinken. Also mit denen liebäugle ich ja jetzt schon, ne? Ich möchte das unbedingt mal ausprobieren auf dem Auge und bin schon sehr gespannt, wie sich das gestalten wird. Ich hoffe, das kurze Video zu der Palette hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder und bis dann. Tschüss!